Schatz, was sind das hier für Blätter, die du hier liegen hast? Das sind Johannisbeeren, schwarze Johannisbeerblätter und Himbeerblätter. Guck mal, das ist Himbeerblatt. Ja. Das riecht so. Und das ist Johannisbeerenblätter. Die riechen so ganz besonders. Riech mal. Lass mal sehen. Danke. So sehen die aus. Warte mal, ich will das mal füllen. Ja. So, und was wir machen? Wir machen damit Tee für Winter. Ich würde noch viel mehr machen. Immer in so ein Glas rein. Aber die waren nicht trocken. Nee, die sind noch feucht. Okay. Die waren fermentiert in diesem Glas eine Nacht. Was heißt das fermentiert? Verstehe ich nicht. Du tust die frischen Blätter ernten. Ja. Dann tust du die ein bisschen so mit den Händen so. Ah, dass der Saft ein bisschen rauskommt. Ja, so ein bisschen kneten. Ja. Dann in ein Glas. Ja. Stark, kleines Glas, damit die sehr gut hier gepresst sind. Ja. Tust du die schön reinpressen, alle in ein Glas und lässt so eine Nacht stehen und einen Tag. Eine Nacht und einen Tag. No, 24 Stunden. 24 Stunden. Dann tust du trocknen 24 Stunden auf so einem Tuch. Ja. Nochmal in ein Glas. Ah, okay, das ist jetzt die zweite Tag. Nochmal fermentieren. Und wie viele, wenn ihr könnt, sogar 3-4 Mal, aber ich mache nur 2 Mal, so, das reicht. Und was bringt das? Ja, das kann man ja auch einfach nur trocknen. Nee, das kannst du so nicht einfach trocknen. Das kriegt da dieses Aroma. Lass mal riechen. Also hier, das ist dann so reingepresst. Boah, das riecht nach Johannisbeeren. Ja. Und nach hinten, ja, das riecht tatsächlich danach. Und das kriegst du nur dieses Aroma, wenn du fermentierst. Alles muss fermentiert werden. Fermentieren bedeutet, Saft muss rauskommen. Saft muss rauskommen, das heißt viel, viel pressen. Dann zumachen. Stehen lassen. Am besten in der Sonne stehen lassen. Okay. Und dann verändert sich das? Sieht das danach schwarz aus oder was? Das wird so ein bisschen schwärzer und weicher. Und dann wie so ein schwarzer Tee, den du machst. Der schwarze Tee kostet viel Geld. Tja. Der kostet viel Geld. So, jetzt guck mal, wie schön. Sehr gut. Lecker Tee. Sehr gut. Und wie viel nimmst du dann immer von dem Tee? So, also halbe Eimer Blätter waren das. Halbe Eimer Blätter? Halbe Eimer Blätter. Oh. Und aber wie viel braucht man? So ein Löffelchen, ne? Teelöffelchen oder was für, immer das für aufgießt. Eine ganze Kanne? Ja. Ja, ein Löffelchen. Nicht viel. Sehr schön. Danke. Ja, Schatzi, und du, was machst du heute? Ich habe gerade gefrühstückt und jetzt gehen wir die Tiere versorgen. Ah, schön. Okay, dann ich auch. Bis nachher. Tschüss. Tschüss. Tschüss.